Wir haben noch einmal einen Angriff auf eine Weltrekordmarke. 3000 Meter Stiefel. Der Wassergraben heute eine schöne Abkühlung für die Läufer. Und Girma will diesen Weltrekord aufstellen. Lamecha Girma, 22 Jahre jung, aus Äthiopien. Er will seine persönliche Bestleistung um über 5 Sekunden senken. Dann hätte er den Weltrekord, der seit 2004 Bestand hat. Das sind die Tempomacher, die ordentlich schnell vorlegen sollen. Abraham Kibibot aus Kenia. Er wurde Fünfter bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr in Eugene. Aber er ist noch nie unter 8.05 gelaufen. Und die Franzosen hoffen auf ihn. Auf Bedrani, der in seiner Karriere schon sehr schnell gelaufen ist. Mit 8.05. Und zwar 2019 bei der WM in Doha, als er Fünfter wurde. Aber in diesem Jahr erst 8.17. Viele gute Europäer sind mit dabei. Aber der Sparringpartner von Girma, El Bakkali, fehlt. Die zwei könnten sich, oder hätten sich können, ähnlich wie was vorher Gidey und Kipyegon gemacht haben, pushen. Und dann eben zu so einer Zeit diese Zeit möglich machen. Jetzt muss es Girma zumindest am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit alleine bewerkstelligen, wenn die Tempomacher dann weg sind. Okay, es stand jemand auf der Linie. Nehme ich mal an. Es muss auch ganz ruhig sein, selbstverständlich. Aber alles okay. Grüne Karte für alle. Und der nächste Versuch. Im Stadion ist es sehr ruhig. Aber es ist eine besondere Stimmung. Ob all der guten Leistungen, es liegt so etwas in der Luft. Und ich glaube, die Athleten spüren das auch ein bisschen. Deshalb vielleicht ein bisschen Nervosität im Feld. Sie wissen, dass heute gute Leistungen möglich sind. Für Girma könnte es eben ein Angriff auf den Weltrekord sein. Für die anderen geht es eben auch um Top-Zeiten. Um die Olympialimite. Genau. Die WM-Limite. Die bei 8.15 liegt. Also, nach vorne gehen zwei Tempomacher, die versuchen ordentlich Tempo zu machen. Auf dem ersten Kilometer 2.37 und den zweiten Kilometer will man genau gleich schnell zurücklegen. Und dann wäre man eben deutlich schneller als Saif Said Shahin 2004 bei seinem Weltrekord. Dann hätte man einen Vorsprung von 4 Sekunden auf diesen Weltrekord. Und den bräuchte es wahrscheinlich. Aber schauen wir, ob wirklich hier dieser Angriff erfolgen wird. Wir möchten aber auch noch Noah Lyles hören, der ein Interview gegeben hat nach seinem Sieg über die 100 Meter. Noah Lyles, congrats to the win. Thank How you. Satisfied are you with that race? It's so-so. I just figured out that we ran into a headwind, which explains a lot in my head, because I was sure that I was going to be faster, but... You know, overall, I set up the race exactly how I wanted, making sure that every 10 meters I got faster. And to be honest, I could be very happy with that. Is it that wind that you feel during the race, or is it that you got noticed later on? I mean, I didn't feel it, but it makes sense. I mean, so you don't have to feel it for it to be an effect. It's in Paris here now, where the Olympics will be in 1 year. Is that also kind of a test for you also in Paris here? No, it's a great experience to make sure that the Paris crowd is as energetic as I am. I came out here and they were getting excited even before we got in our blocks, and that's the energy that I love to hear and love to see, and it makes me want to come back every time. Thank you so much. Enjoy. Er liebt diese Energie, er ist wie geschaffen für solche Momente, Noah Lyles, der ja von der Menge so viel Energie mitnehmen kann. Das ist ein tolles Erlebnis gewesen für ihn in Paris, auch wenn er zunächst nicht so zufrieden war mit seinem Rennen. Im Nachhinein aber hat er die Erklärung gefunden, denn es hat ordentlich
Gegenwind gehabt auf den 100 Metern und deshalb macht es Sinn, dass er in Anführungs- und Schlusszeichen nur 9,97 gelaufen ist. Das zeigt einmal mehr, dass er halt nach viel mehr strebt, Noah Lyles, dass sich hier in Paris durchgesetzt hat. Eine wasserdichte Kamera braucht man auf alle Fälle als Fotograf. So nah am Wassergraben und 3000 Meter, man ist schnell. Angestrebt waren 2,37 und es sind 2,36,65. Man ist also sehr, sehr schnell. Man ist genau gleich schnell wie beim Weltrekord vor beinahe 20 Jahren. Und Sie sehen bereits, dass wir zwei Rennen geben. Es gibt auch zwei Wavelights, also zwei Lichtschranken. Vorn geht es um den Weltrekord und hinten geht es um die 8 Minuten 15 Marke. Die Limite für die WM oder die Olympischen Spiele. Ein Tempomat haben wir mit Kipsang, ist weg und der zweite muss sich jetzt sputen, weil Girma, der will eigentlich jetzt schon an ihm vorbeiziehen. Hoffentlich ist dieser Tempomacher gut genug, dass er ihn noch ein wenig unterstützen kann. Aber beim Wassergraben überholt Girma bereits den Tempomacher. Das ist natürlich nicht so geplant, dass Girma dann alles alleine laufen muss. Girma hat die Spitzenposition übernommen, ist schneller als der Tempomacher, der ihn nicht mehr unterstützen kann. Was für ein Lauf von Girma, der in der Halle einen Weltrekord in diesem Winter aufgestellt hat. Tempomacher ist jetzt weg, Girma ist ganz alleine. Über die 3000 Meter hat er diesen Weltrekord aufgestellt. Ohne Hindernisse, selbstverständlich. Dann ist er in Doha ebenfalls über die 3000 Meter gelaufen, ohne Hindernisse. Dort die 8 beste Zeit der Geschichte. Und jetzt will er den Weltrekord und er ist hervorragend unterwegs. Er hat einen ordentlichen Vorsprung. Aber eben, er muss einen Vorsprung haben, denn... Aber schau dir mal dieses Bild an. Ich meine, das sind keine Schulbuben, die ihm hier hinterherlaufen. Es ist einfach eine völlig andere Liga, in der dieser Lametja Girma mit seinen langen, langen Beinen hier läuft. El Bakkali wäre wahrscheinlich jetzt bei ihm noch dran. Zumindest jetzt noch. Aber er ist auch einiges schneller als El Bakkali in Rabat bei seinem Weltrekordversuch. Und gegen diesen El Bakkali hat er immer verloren. Bei den Duellen an den großen Meisterschaften. Und jetzt will er ihm einen so richtig auswischen und eben den Weltrekord holen, den El Bakkali zu Hause in Rabat verpasst hat. Das wäre eine große Genugtuung für ihn. Für den ewigen Zweiten, für Lametja Girma bei Großanlässen. Wie schnell ist er bei Kilometer 2? Also vorne, Sieg, alles klar. Wo bleibt die Zeit stehen nach 2000 Metern? 5,14 wäre das sehr, sehr ambitionierte Ziel gewesen. Und jetzt sind wir bei dieser Marke. Es sind 5,12. Er hat einen Kilometer von 2,35 noch einmal hingezaubert. Das ist völlig verrückt. Und so hat er einen riesen Vorsprung auf den Weltrekord. 6 Sekunden Vorsprung momentan. Man muss jetzt aber auch sagen, dass Saif Said Shaheen bei seinem Weltrekord einen Schlusskilometer von 2,35 hatte. Ob das Girma machen kann, aber er muss jetzt nur noch in Anführungszeichen 2,41 laufen auf den letzten 1000 Metern, und ganz alleine. Und das Ganze 19 Jahre später. Was hat man sich die Zähne ausgebissen an diesem Weltrekord? Die ganz Großen sind gescheitert an diesem Weltrekord. Kipruto zum Beispiel hat es nie geschafft, der Mann, der alles gewonnen hat bei den Großanlässen. Das Stadion ist steht. Also es ist ein Hühnerhaut-Moment, einmal mehr hier im Stade Charles de zu Paris. Wer ist überhaupt Zweiter? Amare Kibirot, Rückstand. Ah. Nicht mehr einen Meter zu messen. So, aufgepasst, Wassergraben, immer ein heikler Moment. Girma gilt nicht als der Edeltechniker. Da hat El Bakkali oft einen Vorteil im direkten Duell. Ja, und das Wavelight, das kommt näher. Es ist hart. Und jetzt muss er alles aus sich herausholen. Auf der letzten Runde. Es ist absolut möglich, dass er diesen Weltrekord von 7,53 unterbietet.
aber er darf sich jetzt gar nichts mehr leisten. Gut, diese Hürde. Kann viel Schwung mitnehmen. Kann noch einmal ein wenig die Frequenz nach oben schrauben. Lange Schritte beim großgewachsenen Girma, der schon früh entdeckt wurde zu Hause. Dann sofort unterstützt wurde, gefördert wurde. Noch einmal der Wassergraben. Noch einmal jetzt ein heikler Moment, den es für ihn zu überstehen gilt. Hier muss er noch sauber rüberkommen. Wählt die sichere Variante mit Abstehen. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Letzte Kurve. Da noch ein Hindernis, das im Weg steht. 7, 53, 63. Der Weltrekord. Und er schafft diese Hürde. Und jetzt wird dieser Weltrekord dann gleich Geschichte sein. Lametta Girma unterbietet den Weltrekord in 7,52. 12. Wir haben den nächsten Weltrekord am heutigen Abend. Den zweiten Weltrekord am heutigen Abend, den 12. in der Geschichte der Diamond League. Und zwei davon am heutigen Abend. Was ist das für eine magische Nacht hier in Paris? Und der dritte innerhalb von einer Woche. Lametta Girma schafft es also tatsächlich, diese Marke des legendären Saif Said Shahin aus dem Jahr 2004 zu unterbieten. Und das um 1,5 Sekunden. Aufgestellt Anfang September 2004 in Brüssel. Und jetzt bei perfekten Bedingungen, das muss man auch sagen, in Paris unterboten. 7,52,11. Und der nächste folgt mit einem Rückstand von fast 20 Sekunden, ist nicht ganz, aber es ist eine Welt. 17, 18 Sekunden zurück. Über 1,5 Sekunden hat er den alten Weltrekord, der 19 Jahre fast Bestand hatte, unterboten. An dem man sich so lange die Zähne ausgebissen hat. Und er hat das alles alleine geschafft. Klar, mit der Unterstützung des Wavelights, aber es war ein so einsames Rennen von Lametta Girma. Wie früh hat er den Tempomacher stehen lassen? Das ist für den Tempomacher zu schnell gewesen. Und trotzdem hat er das gepackt. Es ist nicht die ideale Unterstützung gewesen, die er heute hatte. Und was denkt sich jetzt El Bakali? Er ist gescheitert.